Hallo Leute, hier ist wieder der Whisky Sachse. Ich grüße alle Whisky-Freunde und ich hoffe, ihr habt meine anderen Videos euch angeguckt. Da habe ich die deutschen Whiskys Glenells und Blaue Maus verkostet bis jetzt. Und an dieser Stelle wisst ihr ja, dass ich ein bisschen exotische Whiskys verkosten werde in meinen Videos und daher versuche ich zunächst erstmal hauptsächlich deutsche Whiskys oder Whiskys aus dem deutschsprachigen Raum zu verkosten, obwohl ich in der Hauptsache natürlich schottische Whiskys am liebsten mag. Meine Lieblingssorten sind so Balvenie, Craganmore, Macallan, Highland Park ist auch gut und wenn ich mal Appetit habe, dann trinke ich auch einen guten Islay Whisky. Lagavulin oder Laphroaig. Ja. Das sind alle die berühmten Whiskys, die ihr alle kennt. Aber in diesen Videotastings hier, in diesen Verkostungen, probiere ich eben mal außergewöhnliche Whiskys, die nicht jeder kennt oder vielleicht schon mal gehört hat, aber noch nicht gekostet. Und da ich neugierig bin, probiere ich die jetzt alle mal irgendwie aus im Verlauf der Zeit und ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein immer. Heute habe ich mal einen Whisky, der kommt nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz. Okay, das ist jetzt nicht deutscher Whisky, sondern Schweizer Whisky, aber ich sag mal aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar dieser Whisky heißt Langatun. Da gibt es schon ein Video von The Whisky Store von Herrn Lüning. Schönen Gruß. Und er hat diesen Whisky auch schon verkostet. Ich möchte das hier nochmal heute selber probieren und euch sagen, wie der mir schmeckt, so als Otto-Normalgenießer aus Sachsen. Wie bin ich auf diesen Langatun gekommen? Ja, ich habe mal irgendwann im Internet bei einem berühmten Whisky-Shop Whisky bestellt und in dieser Kiste lag so eine Broschüre drin von Langatun. Ah, marketingtechnisch ganz geschickt gemacht, weil die Neugier wurde geweckt. Und dann habe ich mir mal diese Broschüre hier durchgelesen. Bei Langatun handelt es sich um einen Schweizer Whisky. Von einer Whisky-Distillerie, die ist in Langenthal. Ich habe das mal hier gegoogelt, wo das ist. Langenthal, das ist zwischen Luzern und Basel, so ungefähr auf der Hälfte. Und ja, zwischen Bielersee und Immsee, so ungefähr. Also mitten im Schweizer Hochland oder wie immer das nennt. Ich war noch nie dort. Woher soll ich das also wissen? Und diese Brennerei brennt seit 1860. Also ein gewisser Herr Jakob Baumberger hat als Braumeister diese Brennerei 1860 übernommen im Langental. Und diese Siedlung, also dieser Ort, wo diese Brennerei sich befindet, die wurde erstmals 861 als Langatun urkundlich erwähnt. Ja, deswegen heißt dieser Whisky Langatun nach der ursprünglichen Bezeichnung dieses Ortes. Und dieser Herr Baumberger, der wusste dann eben aufgrund seiner Erfahrung aus der Brauerei, dass weiches Wasser und sorgfältige Aufbereitung des Gerstenmalzes der Schlüssel zu einem hochstehenden Getreidedestillat sind. Und als er 1877 die Rechte an einer Quelle an den unberührten Wäldern oberhalb von Langenthal erwerben konnte, griff er zu und leitete das ausgezeichnete weiche Wasser in den neu verlegten, fast 2 Kilometer langen Leitungen direkt in sein Brauhaus. Nach dem Tod von Jakob Baumberger führt sein Sohn Hans Baumberger zusammen mit seinen Brüdern die Brauerei und Brennerei Tradition mit Erfolg weiter.
1917 wurde in Langenthal eine Unternehmung zum Abbau von Torf gegründet, welcher zu Feuerungszwecken in der Brauerei und Melzerei zum Einsatz kam. Im Jahr 2007, rund 150 Jahre später, nahm Brau- und Brennmeister Hans Baumberger III. Die Vision seines Urgroßvaters wieder auf und beschloss mit dem einzigartigen Quellwasser, das den Langatun, Singelwald Whisky und weitere Premium-Spirituosen zu kreieren, handwerklich gefertigte Destillate in höchster Qualität und bester Familientradition. Okay, das klingt ja ganz interessant. Es ist die Frage, was werden dort für Whiskys hergestellt? Im Wesentlichen stellt die Brennerei zwei Sorten Whisky her. Einmal den Whisky Old Beer und den Whisky Old, Old Deer. Das sind die zwei Whisky-Sorten und dann gibt es noch einen Whisky-Likör, der heißt Gold Bee. Das ist dann ein Likör mit Honigextrakten. Der Old Beer, also der alte Bär, ist der Whisky, der mehr rauchigen Charakter hat, torfischen Charakter. Und hier wird im Prinzip das Malz geräuchert, wie bei Fleisch oder Fisch. Nach Trocknung der gekeimten Gerste wird der Trocknungsluftrauch beigemischt, dessen Aromen sich auf dem Gerstenmalz niederschlagen und über die weitere Verarbeitungsschritte bis ins fertige Produkt gelangen. Das ist also der rauchige Whisky von Langatun und ich probiere heute den Old Deer. Und das ist der Klassiker, weshalb er auch mit dem Zusatz Klassik benannt ist. Es ist ein 100%iger Gerstenmalz-Whisky, hergestellt aus einer Mischung von ungeräuchertem Gerstenmalz bester Provenienzen, vergoren mit einer ausgesuchten englischen Stoßhefe. Aha, also englische Hefe wird hier zum Gären verwendet. Bereits während der Gärung der Malzmeische können im Gärkeller mit der Nase zahlreiche vegetabile und fruchtige Aromen festgestellt werden, die sich im späteren Endprodukt wiederfinden. Mit der dreifachen Destillation verleihen wir dem Old Deer einen unvergleichlich zarten und weichen, malzbetonten Geschmack. Der Ausbau in Sherry- und Chardonnay-Fässern verleiht dem Old Deer eine außergewöhnliche Komplexität, fruchtige Noten und einen eleganten Abgang. Okay, das werden wir jetzt probieren. Ich habe mir auch nochmal im Internet angeguckt. Da gibt es also eine schöne Internetseite. Ich denke mal, auf dem Video wird man das nicht so richtig sehen. Aber ihr könnt nachgucken unter langatun.ch, also CH für Schweiz. Wir werden also heute den Old Deer kosten, den nicht rauchigen Whisky. Wenn man den bestellt, dann kommt der hier in so einer Kiste an. Einfache Pappkiste, ist okay, schön bedruckt. Hier hinten steht nochmal das drauf, was ich euch gerade aus der Broschüre vorgelesen habe. Noch so ein paar Bilder, auch von diesem offensichtlich ursprünglichen Gründer der Brennerei, Jakob Baumberger, und der gleiche Text wie hier, diese Pappkiste. Dann diese kleine Flasche, 0,5 Liter. Abgefüllt mit 40%. Ach übrigens, es steht auch noch drauf, dass der Whisky im Potstill-Verfahren hergestellt wird, also wie in den schottischen Potstills. Und damit könnte man vermuten, dass der vielleicht auch ähnlich schmeckt, aber auf die Lagerung kommt es ja drauf an und auf die Fässer. Diese Flasche hier ist destilliert im Februar 2008. Und abgefüllt im April 2012. Damit ist er also 4 Jahre alt. Gelagert in Sherry- und Chardonnay-Fässern. Also dann entweder irgendwann mal umgefüllt oder aus zwei verschiedenen Fasstypen zusammengemischt. Und es handelt sich um das Fassnummer 1206 oder Losnummer 1206. 40% Alkohol. Und die Farbe ist recht hell, ein bisschen wie Honig, wie heller Honig. Dazu gibt es so ein kleines Heft, steht auch nochmal alles drin, schöne Bilder. Hier der Herr, der auch hier abgebildet ist, Jakob Baumberger. Okay, tasten wir uns mal an den Inhalt ran von Langatun.
Die Flasche hat keinen Korken, sondern einen Schraubverschluss, was mir ein bisschen verdächtig vorkommt. Naja, gut. Schauen wir mal, auf Inhalt kommt es drauf an. Vom Preis her, muss ich sagen, liegt er so wie die anderen Whiskys aus den kleineren Chargen oder aus den kleineren Brennmengen auch im Bereich zwischen Mitte 30 Euro für einen halben Liter. Okay, das ist dann schon ein Whisky der höheren Preiskategorie, aber dennoch, sag mal, soll uns ja der Geschmack überzeugen als Whisky-Trinker. Der Geschmack und das Aroma, wie ich schon sagte, ja, der Whisky ist ziemlich hell. Also so heller Honig, so, das deutet darauf hin, dass er auch nicht gefärbt ist und hoffentlich auch nicht kühl gefiltert. Das steht hier nicht drauf, aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Na gut, wir gucken, was die Nase sagt über den Geschmack, ja, oder das Aroma steht hier nicht viel. Fruchtige Noten und eleganter Abgang. Na gut, also schauen wir mal, ob die fruchtigen Noten zu spüren sind. Sagen wir erstmal guten Tag. Guten Tag. Oh ja. Ganz mild, würde ich sagen. Das ist ganz mild. Da muss man wirklich sehr intensiv riechen, um diese Aromen aufzunehmen. Also das ist eben, wie gesagt, der nicht traurige Whisky hier von Langatun. Und der hat wirklich ein sehr fruchtiges Aroma, ein bisschen Pfirsich. Also ich entdecke hier ein bisschen Pfirsich mit einem Unterton von Honig. Ja. Und wirklich ganz mild. Süß. Ja, ein bisschen Zitrusfrucht kommt jetzt. Also überhaupt nicht rauchig und sehr aromatisch. Von dem Sherry-Fass-Aroma, da merke ich fast nichts. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier die Weinfasslagerung, also die Chardonnay-Lagerung, überwiegt. Ja, aber sehr, sehr angenehm. Brennt, sticht auch nicht in der Nase. Der Alkohol ist kaum zu spüren. Also hier kann man wirklich sagen, der ist sehr mild. Werden wir mal probieren. Hervorragend. Also die Milde bleibt, der ist wirklich sehr mild. Ein kleines bisschen Fass, merkt man jetzt. Also bei 4 Jahren hätte ich jetzt eher noch mehr Kupfergeschmack erwartet von den Brennblasen. Das ist nicht so, jetzt wird er trocken. Also das milde, sanfte Aroma dieses Whiskys ist wirklich zu spüren. Das ist ein, würde ich sagen, ein ganz guter Einsteiger-Whisky sogar. Schmeckt überhaupt nicht nach Eiche oder Sherry, sondern mehr süß wie, ja, wie Pfirsich ein bisschen. Probieren wir nochmal. Gucken, ob sich der Geruch verändert hat. Das Aroma, ja, es kommt noch ein bisschen.
bisschen Honig, Aroma, sehr gut. Sehr gut und mild. Also probieren wir nochmal. Ja, also immer noch sehr fruchtig. Der Abgang ist leider etwas kurz. Also man spürt dann eigentlich wenig, wenn man den getrunken hat. Man könnte den fast für einen Lowland Whisky halten. Also für so einen ganz milden Lowland Whisky, da fällt mir jetzt keiner ein, aber ich denke mal, ein bisschen von der Milde her und von der Süße ist der fast wie ein schottischer Lowland Whisky. Also nicht zu vergleichen mit den kräftigen aromatischen Whiskys, sondern eher ein sehr milder Whisky, wenig Eiche, aber doch sehr fruchtig und komplex. Also muss ich schon sagen, ja, ist ein guter Tipp, dieser Whisky. Und wenn ihr mal euch eine Flasche besorgt, um den zu probieren, macht ihr auf jeden Fall nicht falsch, weil das ist ein sehr milder Whisky. Wer die kräftigen Whiskys mag, kräftige, rauchige Whiskys, gut, der sollte wahrscheinlich den anderen Whisky testen von Langatun, nämlich den Old Beer. Und wenn ich bei Gelegenheit mal was übrig habe, dann bestelle ich mir auch nochmal so eine Flasche und mache dafür eine Verkostung. Ja, liebe Whisky-Freunde, das war der Whisky Langatun aus der Schweiz. Hat mir sehr gut geschmeckt, sehr mild, sehr fruchtig und den kann man auch immer mit seiner Frau trinken, wenn die Frau Whisky mag. Okay, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei meinem nächsten Video auf whiskysachse.de und dann plane ich auch noch mal einige Vorstellungen von guten Whiskyläden, die ich auf meinen Reisen dann besuche, aber das hat alles Zeit. Viel Spaß, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Whisky Sachse.